Hallo liebe Leute, hier meldet sich mal wieder euer Shadowlorn. Es ist immer wieder Zeit für ein kleines Informationsvideo und dafür könnt ihr mich mal wieder betrachten. Weil es in letzter Zeit meines Streams ja nicht ging, das lag unter anderem daran, ich war für 2 Wochen insgesamt weg. Einmal in Schwarzwald für 1 Woche Urlaub und einmal dann direkt danach recht spontan und kurzfristig von meinem Dank meines Mitbewohners zum Summer Breeze. War cool dort, definitiv, war geil. Und danach war ich krank. War für gut 2 Wochen dann einfach sich zu nichts zu gebrauchen und hab rumgekeucht wie ein Weltmeister und bin immer noch ein klein bisschen angeschlagen. Aber im Großen und Ganzen geht's mir eigentlich wieder gut. Im Großen und Ganzen. Also, yeah, ist noch nicht perfekt. So, aber das ist eigentlich nicht der eigentliche Grund für dieses Informationsvideo. Ich habe eigentlich dafür 2 richtig wichtige Gründe. Der eine Grund liegt mir persönlich sehr am Herzen. Es geht nämlich um meine Thumbnails. Ja, ihr habt es schon mitbekommen, ich habe seit neuestem eigentlich für meine Videos Thumbnails und dafür geht mein Dank aus an die gute Eerie Berry. So heißt sie zumindest auf DeviantArt und der Link ist natürlich ihre Zoom DeviantArt ist natürlich in der Videobeschreibung drin. Ja, ne? Und sie zeichnet für mich jetzt meine Thumbnails und vielen lieben Dank dafür nochmal. Ja. Ihr habt jetzt hier schon mal Diablo 3, gibt es da jetzt auch die Thumbnail, von ihr das Thumbnail, ist von ihr. Bei dem nächsten Let's Play, was jetzt nach Donkey Kong Country kommt, ist auch von ihr das Thumbnail. Und ich bin gespannt, was dann noch alles kommen wird. Meine Let's Play-Pläne sind ja noch ein bisschen größer. Und ich bin gespannt, was sie noch alles da für mich zu reifen war, zaubert. Ich freue mich wirklich, endlich Thumbnails zu haben und dass sie auch noch so super aussehen, ist super. Und dass ich für sie dann hier so einen kleinen Beitrag bringen kann, dass sie ein bisschen bekannter wird oder einfach ein bisschen mehr Views bekommen oder weiß nicht, wie man David da nennt. Ja. So, jetzt aber der eigentliche Hauptgrund, warum ich dieses Video mache. Heute, wo ihr dieses Video seht, habe ich endlich eine neue Arbeitsstelle. Ja, ihr wisst ja, ich war seit über einem Jahr war ich jetzt arbeitssuchend, nachdem ich 8 Jahre bei der Bundeswehr war. Und ich bin so froh, dass ich da weg bin. Aber naja, das ist ein alter Hut. Ich habe jetzt endlich eine Arbeitsstelle gefunden, die fängt heute an. Also heute, wenn ihr das Video seht, nicht heute, wo ich es aufnehme. Und dadurch kann es passieren, weil ich nicht weiß, wie ich in Zukunft arbeiten werde. Meine, ich erfahre, weil der Betrieb, wo ich arbeite, der hat 365 Tage im Jahr geöffnet. Und das von morgens bis abends. Natürlich werde ich nicht jeden Tag und den ganzen Tag arbeiten. Ist klar, ich brauche auch mal Wochenende. Oder ich habe auch mal Urlaub. Aber dadurch, dass ich jetzt nicht weiß, wie sich bei mir die zeitlichen Sachen ändern werden, weiß ich nicht, wie es mit den Let's Plays in Zukunft weitergehen wird. Also ich kann versprechen, dass zumindest Diablo 3 weiterläuft, wie es jetzt läuft. Und es kann halt sein, dass es kann sein. Wenn den so ist, werde ich nochmal ein Video extra machen. Aber es kann halt sein, dass ich halt in Zukunft mich wieder auf ein Projekt beschränken muss. So wie früher halt. Dass dann halt tagtäglich halt ein Video kommt von einem Let's Play, dann halt von Montag bis Freitag. Wie gesagt, wie früher. Was ich aber beibehalten möchte, ist definitiv, dass am Wochenende Aufnahmen vom Streams kommen. Das heißt also, hauptsächlich Darkest Dungeon. Also, ich könnte auch meinen Super Mario 64 Stream hochladen, aber das will keiner sehen. Da bin ich die ganze Zeit nur rumfällen und rumflamen. Salt. Hier rumsalten. Hier überall. Ich verstreue Salz. Ich bin Salzstreuer da. Nee, also, das ist, das wollte ich sagen, dass es bald passieren kann. Ich versuche, diesen Algorithmus, den ich jetzt habe, beizubehalten, weil es ist halt, wie gesagt, nur ein Video am Tag. Das sollte eigentlich gehen. Werden wir halt sehen. Ich wünsche euch jedenfalls, ich hoffe und ich wünsche uns, dass wir halt diesen Algorithmus, den wir jetzt haben, beibehalten können, weil der gefällt mir. Ihr habt davon auch halt, ihr habt halt was davon, ihr habt Abwechslung, ich habe was zu tun dafür und davon profitieren wir eigentlich alle. In dem Sinne würde ich sagen, danke fürs Reinschauen und wenn sich was ändert, gebe ich noch Informationen dazu bekannt. Wenn sich aber nichts ändert, dann bleibt alles so, wie es ist. Und das ist gut so. Ich wünsche euch jedenfalls noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Bis das nächste Mal, wenn ihr es wollt. Macht es gut.